Der Höhenflug dauerte bis zur Kanzlerkandidatur. Danach begannen Fehler, Ungereimtheiten und Korrekturen teilweise in Salamitaktik. Umso härter ist nun die Landung. Und auch morgen, wenn der Parteitag der Grünen beginnt, könnte es ungemütlich werden. Herzlich willkommen zu unserem Farbebekennen mit der grünen Kanzlerkandidatin. Herzlich willkommen, Annalena Baerbock. Schönen guten Abend. Guten Abend auch von mir. Frau Baerbock, der kreative Umgang mit Ihrem Lebenslauf. Warum machen Sie das? Warum machen Sie sich toller, als Sie eigentlich sind? Das habe ich so nicht gemacht, aber ich habe in meinem Lebenslauf auf der Website, was für mich eine komprimierte Darstellung ist der wichtigsten beruflichen Situation und vor allen Dingen der Verbindung zu Vereinen, zu Organisationen sehr komprimiert dargestellt und habe schmerzlich gespürt, dass es offensichtlich mehr sehr missverständlich war. Ich wollte alles andere als mich größer machen, als ich bin, sondern sehr kompakt darstellen, welche Verbindung es auch zu Institutionen gibt. Und das war offensichtlich sehr schlampig. Ich habe da offensichtlich einen Fehler gemacht und das tut mir sehr, sehr leid, weil es ja eigentlich in diesen Momenten um große andere Fragen gerade in unserem Land geht. Frau Baerbock, jetzt sagen Sie schlampig, aber Sie gelten eigentlich als Perfektionistin. Wie kann Ihnen dann sowas passieren? Ist das der Druck, bevor der Wahlkampf eigentlich wirklich begonnen hat? Ist Kanzlerkandidatin dann vielleicht doch eine Nummer zu groß? Genau deswegen ärgere ich mich selber, weil es mir eigentlich immer wichtig ist, alles sehr korrekt zu machen. Aber offensichtlich habe ich hier nicht genau genug hingeschaut, es eben nicht korrekt genug gemacht. Und dafür ja jetzt die Verantwortung auch übernommen zu sagen, das muss ich korrigieren, mich dieser Diskussion hier auch zu stellen und dafür zu werben, das Vertrauen, was vielleicht auch ein bisschen verloren gegangen ist, zurückzugewinnen. Jetzt haben Ihre Berater das alles nicht geprüft. Und Sie bewerben sich ja jetzt nicht um einen Nebenjob in der Kneipe. Die Frage ist da, ist das das Level an Professionalität, was wir von einer Grünen im Kanzleramt erwarten können? Na, es geht um große Veränderungen in unserem Land. Es geht um große Themen. Ja, wir hätten bei meiner Website genauer sein müssen. Wie gesagt, ich ärgere mich sehr darüber. Wir stellen jetzt zum ersten Mal eine Kanzlerkandidatin auf. Ja, das ist was Besonderes für uns als Bündnis 90 Die Grünen. Deswegen haben wir unser Team noch mal verstärkt, gerade zum Wahlkampfstart. Der Wahlkampf geht gerade los. Das ruckelt sich jetzt alles noch mal ein. Wir lernen natürlich aus den Fehlern, die wir jetzt gemacht haben, um es in Zukunft besser zu machen, weil wir fordern die Union zum ersten Mal in der Kanzlerschaft heraus und wollen große Veränderungen für die Menschen in diesem Land, gerade beim Klimaschutz, bei der Familienpolitik, bei Kindern, bei Jugendlichen. Und da darf sowas natürlich dann nicht nochmal passieren. Genau, und deshalb ganz konkret die Frage, da kommt nichts mehr, das war's jetzt. Oder müssen Sie nochmal irgendwann irgendwas korrigieren? Was in Zukunft sich in meinem Lebenslauf noch ändert, das weiß ich natürlich nicht. Aber rückblickend ist es jetzt das, was es ist. Aber das Vertrauen ist jetzt ein Stück weit natürlich weggegangen und Sie werden vielleicht ein wenig zum Risiko für die grüne Kanzlerkandidatur. Wäre es dann nicht, wenn das heute auch schon in der Presse zu lesen war, eine Überlegung wert, möglicherweise die Kanzlerkandidatur doch an Robert Habeck weiterzugeben? Naja, ich finde es wichtig, wenn man Fehler macht, dass man dazu steht, dass man selbstkritisch sagt, das war nicht richtig, dass man sich verbessert und korrigiert, aber dass man auch immer wieder deutlich macht, jetzt aus Angst irgendwie neue Fehler zu machen. Jeder Mensch macht Fehler im Leben, das hieße ja, sich zurückzuziehen, sich zu verstecken, nicht mehr aufzutauchen oder nicht den Mut haben, Veränderungen anzugehen. Und das bin ich ganz und gar nicht. Der Wahlkampf hat gerade erst angefangen. Es geht darum zu kämpfen. Es ist klar, wenn wir die Union herausfordern, dass es da heftigsten Gegenwind gibt. Natürlich war, nachdem ich aufgestellt wurde, wir bei 28% lagen und die Union überholt haben, haben die nicht gesagt, super, jetzt ziehen die Grünen ein ins Kanzleramt und das Gegenwind kommen kann, das war klar. Aber wir starten jetzt unseren Parteitag. Robert Habeck und ich kämpfen gemeinsam, um nach dieser Corona-Pandemie deutlich zu machen, dass wir in Zukunft in diesem Land über uns hinauswachsen können. Frau Baerbock, aber bleiben wir noch ganz kurz, bevor wir auf den Parteitag gucken, bei Vertrauen. Und Vertrauen ist das höchste Gut in der Politik. Und wenn man jetzt die neuesten Zahlen vom aktuellen ARD-Deutschland-Trend anguckt, dann verlieren Sie 12 Prozentpunkte und Sie rutschen beim direkten Vergleich der Kanzlerkandidaten von Platz 1 auf Platz 3 weit abgeschlagen hinter Herr Laschet und Herrn Scholz. Wie wollen Sie das wieder aufholen? Naja, ich habe, als ich aufgestellt wurde, als so 28% und es heilig, so heilig war ich nie, sondern alle machen Fehler. Wie gesagt, ich habe jetzt schmerzlich, sieht man auch den Umfragen, dafür bezahlt. Aber es geht darum, es jetzt besser zu machen und eben deutlich zu machen, es geht ja nicht nur hier um meine Person, sondern es geht darum, wie wir gemeinsam dieses Land verändern können. Mit mir an der Spitze deutlich zu machen, dass wir in so einer schwierigen Situation, vor allen Dingen auf die Kleinsten in unserem Land schauen, Kinder und
Jugendliche. Und ja, da ist mein Lebenslauf ehrlich, das, was schiefgelaufen ist. Aber ehrlich gesagt geht es mir darum, wie wir in Schulen investieren können, wie wir bei der großen Frage Klimaschutz die Wirtschaft umbauen können. Und zwar alle gemeinsam mit Gewerkschaften, mit Industrie. Und das ist für mich die große Aufgabe, in den nächsten 4 Monaten dafür eben den Weg in die richtige Richtung zu bringen. Das große Thema Klimaschutz haben Sie angesprochen, aber jetzt gab es gerade eine Wahl in Sachsen-Anhalt am vergangenen Wochenende. Klimaschutz war da auch für die Grünen das große Thema. Aber es zeigt sich, dass Klimaschutz auch immer nur dann funktioniert, wenn es Menschen gibt, die das bezahlen können und wollen. Und wo sich die Menschen grüne Ideen vielleicht nicht leisten können, da funktioniert es nicht. So kommt man nicht ins Kanzleramt. Naja, auch hier, glaube ich, muss man sehr differenziert hinschauen. Wir haben ja jetzt, Sie haben ja gerade eine Umfrage auch veröffentlicht, auch da ist deutlich, dass für die allermeisten Menschen in unserem Land nach der Corona-Pandemie die Frage Klimaschutz am wichtigsten ist. Und die Wahl in Sachsen-Anhalt hat aber auch gezeigt, Klimaschutz ist nicht nur eine ökologische Frage, sondern es geht darum, wie bekommen wir öffentlichen Nahverkehr, gerade in ländliche Räume. Und da ist Sachsen-Anhalt, da sind manche Regionen in Ostdeutschland anders aufgestellt als in anderen Bundesländern, weil es eben keine Bahn Höfe mehr gibt, weil Strecken stillgelegt worden sind, weil die Daseinsvorsorge, all das zurückgefahren wird. Und genau das will ich ja ändern. Starken Klimaschutz auch zur Stärkung der Daseinsvorsorge für sichere Arbeitsplätze und vor allem eine starke Wirtschaft. Damit haben Sie keinen Wahlkampf gemacht in Sachsen-Anhalt. Und der zentrale Punkt Ihres Wahlprogramms, nämlich das sogenannte Energiegeld, das wieder das zurückgezahlt werden soll, das verstehen die Leute nicht. Deshalb erklären Sie es uns in einem klaren Hauptsatz. Wer bekommt etwas zurück? Und wie genau zahlt, wird das ausgezahlt? Welche staatliche Stelle zahlt das aus? Da das 3 Fragen sind, kann ich die nicht in einem Satz. Kann ich die nur in einem Satz. Wer bekommt die und wer zahlt aus? Also das Geld, der CO2-Preis, wo man eine Erhöhung hat beim Benzin und beim Heizen, was die Bundesregierung ja selber vorgeschlagen haben. Wir schlagen 1 Cent mehr vor als die Bundesregierung. Das geht ja erstmal an den Staat, in die Staatseinnahmen rein. Und dann ist unser Vorschlag, dass all das Geld pro Kopf ausgezahlt wird. Damit entlasten wir vor allen Dingen Menschen, die wenig Einkommen haben, Familien, weil es pro Kopf ausgezahlt wird. Also wenn man 2 Kinder hat bei einer 4-köpfigen Familie, dann kriegt man 4-mal die 75 Euro, die wir vorschlagen. Über die Steuererklärung? Oder wie? Da gibt es verschiedene Modelle. Das haben ja andere Länder auch schon gemacht, zum Beispiel in Kanada, zum Beispiel in der Schweiz. Man kann das mit der Sozialversicherungsnummer machen. Das ist bei uns schwierig, weil nicht alle eine Sozialversicherungsnummer haben. Man kann das mit der Steueridentifikationsnummer machen. Da haben wir verschiedene Möglichkeiten, die man dann in einer Regierungskonstellation besprechen müsste. Ein 2. Punkt noch, der ist mir ebenso wichtig. Der Strompreis müsste auch gesenkt werden. Und klar kann man Kritik an den Vorschlägen haben, aber mich wundert es ehrlich gesagt schon, dass eine Bundesregierung, die das selber vorgeschlagen hat, die keinen sozialen Ausgleich will, wie die Klimaschutzziele schaffen will, wenn sie im Zweifel einfach nur sagt, nein, das wollen wir nicht. Und das wollen wir anders machen. Klimaschutz mit sozialer Gerechtigkeit. Jetzt haben Sie gesagt, wo Sie Menschen Geld zurückgeben wollen. Sie wollen ihnen aber auch was nehmen. Sie haben gesagt, 16 Cent mehr beim Spritpreis. Und viele fragen sich, wo im grünen Wahlprogramm steckt noch mehr Geld, was Sie den Leuten nehmen wollen? Also wo gibt es in Ihren Plänen noch etwas, wo die Menschen sich darauf einstellen können, da haben wir dann weniger? Wenn ich das einmal noch mal präzisieren darf, weil das habe ich jetzt ja gelernt. Die 16 Cent, das ist nichts, wo wir Grünen sagen, die führen wir neu ein. Sondern es ist so, dass die Bundesregierung auch mit den Stimmen von Grünen, weil wir das richtig finden, zum Anfang dieses Jahres erstmalig gesagt hat, auch beim Verkehr, auch beim Heizen wollen wir eine ökologische Lenkungswirkung. Ansonsten werden wir den Klimaschutz nicht schaffen. Und das muss in den nächsten Jahren steigern. Und wir wollen 1 Cent mehr als die Bundesregierung. Und zugleich haben wir viele andere Vorschläge, zum Beispiel sagen wir sehr deutlich, dass gute Kitas und Schulen, dass gute Krankenhäuser, das ist doch die Lehre aus der Corona-Situation, Pflegekräfte können uns nicht egal sein, dass wir das in Zukunft besser finanzieren müssen. Dafür machen wir Vorschläge, zum Beispiel den Spitzensteuersatz zu erhöhen. Andere sagen, wir reden da nicht rüber und hier auch gibt es einen Unterschied. Ich will nicht nur Dinge versprechen, gute Kitas, gute Krankenhäuser, sondern ich will sie auch gegenfinanzieren. Okay, Sie sagen Spitzensteuersatz erhöhen. Erhöhen Sie noch andere Steuern? Können Sie hier versprechen, andere Steuern werden nicht erhöht? Das ist nicht meine Art von Politik. Das tut mir leid, jetzt zu sagen, und versprechen Sie das und jenes. Wir können über die einzelnen Steuermodelle reden. Also Spitzensteuersatz, sagen wir, wollen wir anheben, um auf der anderen Seite bei kleinen Einkommen den Grundfreibetrag höher zu machen, dass wir kleine Einkommen belasten, weil das spüren wir doch auch in der Corona-Situation. Menschen mit wenig Einkommen, die brauchen vor allem Unterstützung. Und da ist ein anderer Punkt noch. Wir brauchen da nicht nur über Steuern reden. Wenn wir einen gesetzlichen Mindestlohn von 12 Euro einführen würden, was die Union nicht will, damit würden wir gerade
gerade Geringverdiener stärken. Wir haben noch einen Vorschlag zur Vermögensteuer, weil Sie ja gefragt haben, welche weiteren Punkte. Aber das ist eine Ländersteuer, das müsste man dann gemeinsam mit den Ländern besprechen. Kommen wir auf eine andere Flughöhe noch mal weg von der reinen Steuer und fragen einfach noch mal, Menschen haben jetzt auch nach dieser Wahl in Sachsen-Anhalt das Gefühl, dass die Grünen nicht wirklich ein Gespür für das haben, was Menschen auf dem Land jenseits von Metropolen an Themen auf den Nägeln brennt. Wie erklären Sie denn, und jetzt erspare ich Ihnen noch mal eine andere Zahl, nicht aus unserem heutigen neuen ARD-Deutschland-Trend, wie erklären Sie, dass die Grünen abstürzen, jetzt Parteiwerte? Sie verlieren nämlich 6 Prozentpunkte und liegen nur noch bei 20% und die Union steigt rauf auf 28. Also was ist Ihre Antwort darauf? Wie erklären sich das? Zum einen auf die Umfragen, danach komme ich zum Leben auf dem Land. Bei den Umfragen haben wir gesehen in den letzten Wochen, ja, wir sind runtergegangen, steht da ja -6, die Union ist 5 hochgegangen. In den Monaten davor, wir waren vorher fast nie vor der Union, das war eine kleine Sensation. Das zeigt für mich, dass in diesem Wahlkampf alles drin ist, dass die Menschen wissen wollen, wo soll die Zukunft hingehen. Wir haben da einen klaren Vorschlag, klimagerechten Wohlstand schaffen, das bedeutet Klimaschutz, das bedeutet eine Wirtschaft der Zukunft und soziale Gerechtigkeit, gerade in ländlichen Räumen. Ich komme selber vom Dorf, da gibt es nach wie vor keinen Bahnanschluss. Da fuhr selten der Bus. Mit 18 war es für mich die große Freiheit, endlich den Führerschein zu haben. Und deswegen ist mir so wichtig, dass wir Klimaschutz mit Daseinsvorsorge, einer öffentlichen, starken Infrastruktur in ländlichen Regionen verbinden. Das ist ein großes Brett, was wir bohren müssen. Darin müssen wir investieren. Aber das ist mein Vorschlag für das nächste Jahrzehnt, um gemeinsam dieses Land in die Zukunft zu führen. Jetzt geht morgen Ihr Parteitag los. Da ist eine Flut von Änderungsanträgen. Viele wollen das Wahlprogramm schärfen, will heißen, wieder Verteuerung oder Dinge, die verboten werden sollen. Wie wollen Sie dagegen ankämpfen, dass nicht am Ende die Grünen wieder als die Verbotspartei dastehen? Auch da ist unser Wahlprogramm, das hat ja knapp 150 Seiten, weit differenzierter. Wenn wir klimagerechten Wohlstand schaffen wollen, das heißt Wirtschaft, Sozialpolitik, Klimaschutz, dann kann es natürlich nicht nur ein Instrument geben. Weder allein zu sagen, in Zukunft darf es nur noch emissionsfreie Autos geben. Das sagen andere, das wäre ein Verbot von fossilen oder Motoren. Das bedeutet, ja, da müssen wir runterkommen. Auf der anderen Seite sagen wir zum Beispiel im Stahlbereich, da wo viele Arbeitsplätze sind, in der Grundstoffindustrie. Wir wollen ja auch in Zukunft noch Stahl haben, der muss klimaneutral sein. Deswegen schlagen wir da das Instrument einer Förderung vor. Ich habe einen Industriepakt vorgeschlagen für diese großen Unternehmen, die in der internationalen Wettbewerbsfähigkeit bestehen müssen. Und so gibt es eben für ganz unterschiedliche Programme und also Bereiche. Sie haben nicht die Sorge, da gibt es ja ganz viele Anträge, Zulassungsverbot für Verbrenner früher, CO2-Preis noch mal höher, Tempolimit 100 auf Autobahnen etc. etc. Sie kennen das besser als ich. Also Sie haben nicht die Sorge, dass am Ende die Grünen wieder als die Partei, die alles verbietet oder teuer machen will, in den Wahlkampf geht nach diesem Parteitag. Na, uns stehen große Zukunftsfragen bevor. Digitalisierung. Wir haben in der Pandemie gesehen, wir sind hier sehr schlecht aufgestellt in ländlichen Regionen, aber gerade auch an Schulen. Da müssen wir deutlich was ändern. Wir müssen unsere Verwaltung modernisieren. Wir müssen im Klimaschutz und im Wirtschaftsbereich vorankommen. Wir müssen dafür sorgen, dass Kinder und Jugendliche endlich im Mittelpunkt von Politik stehen. Über diese großen Zukunftsfragen zerbrechen wir Grünen uns den Kopf. Deswegen diskutieren wir sehr, sehr viel. Aber es ist wichtig, alle Menschen in diesem Land zu erreichen. Deswegen haben Robert Habeck und ich dieses Programm so vorgelegt, wo alle sich wiederfinden können, weil nur gemeinsam können wir dieses Land verändern. Frau Baerbock, 3 Tage werden Sie diskutieren. Wir gucken natürlich auch mit drauf. Hier, die 15 Minuten gehen schon wieder zu Ende. Schlussfrage. Christian Lindner hat angekündigt, als FDP-Chef zurückzutreten, wenn die Liberalen nicht in die Regierung kommen. Sollten die Grünen nicht in eine Regierung kommen und in der Opposition bleiben, würden Sie dann auch Ihren Parteivorsitzenden Hut abgeben? Auch da unterscheiden wir uns von anderen Parteien. Ich will mit allem, was ich habe, dieses Land nach diesem harten Corona-Jahr besser machen. Dafür kämpfe ich jetzt mit meiner Partei, mit vielen Menschen in diesem Land in den nächsten Monaten. Und wer danach welchen Job bekommt, das entscheiden die Wählerinnen und Wähler. Aber ob Sie den Job abtreten oder nicht, das müssen Sie entscheiden. Ja. Aber ich rede nicht über ungelegte Eier, sondern jetzt geht es darum, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, meine Kinder können gerade dann wieder in die Schule oder gehen jetzt gerade wieder in die Schule. Es gibt so viele Aufgaben, denen wir uns jetzt stellen müssen und genau das mache ich. Danke, Annalena Baerbock, dass Sie da waren. Danke Ihnen, dass Sie dabei waren. Einen schönen Abend. Tschüss. Ja, danke.